Stufe, was sind wir? Im Kope, am Ende der Welt sind wir angelangt. Finally. Ist das Whistler oder ist es anders als Whistler? Es ist ein viel anders. Der Lift ist ca. halb so schnell. Die Leute sind ca. halb so real, aber jetzt bin ich da. Ich red das da. Du doppelst das auch. Wir fahren Slow Enduro for Fun. Kommt wieder Start. Chef Wenzig, hab ich den Schraum. Es wird gehämmert. Wenzig, was sagst du heute? Ich glaube auch. Wir lassen einfach das Ding oben nach Whistler-Manier. Das scheißt mir. Es ist echt ein Bild wie in Kanada da. Die Preise sind besser. Man zahlt 20 Euro für Karten und kriegt ein Mittagessen dazu. Mit Steak hat er uns versprochen. Mit Steak. Aber ohne Bier. Und ein schlechtes Gewissen gehabt. Ein Problem haben wir schon wieder bezüglich Vlog, diesmal habe ich mein Handy daheim vergessen. Also ganz daheim. Das heißt, wir müssen improvisieren, aber es wird schon passen. Das Geilste ist, man ist da bei einem Slow Enduro for Fun rennen und die Kicker sind größer wie bei der EWS. Macht eigentlich schon Sinn, oder? Real Talk, Stu. Check das aus, ich esse Frühstück im Jet. Das ist Rührei mit gebratenem Speck. Es ging von Cornflakes mit Wasser zu Kalbfleisch mit Pasta. Mach da einen Rolls Royce Rave aus meinem Mazda. Mach da einen Patek Philipp aus meiner Swatch. Und ich Gucci meine Schuhe, meinen Gürtel und die Socks. Check das aus, ich esse Frühstück im Jet. Das ist Rührei mit gebratenem Speck. Es ging von Cornflakes mit Wasser zu Kalbfleisch mit Pasta. Mach da einen Rolls Royce Rave aus meinem Mazda. Mach da einen Patek Philipp aus meiner Swatch. Krokodil auf meinen Sneakers, doch ich meine nicht Lacoste. Ich war broke als ne Bitch, aber jetzt ist auf meinem Teller Pasta mit Schweine. Also ein Steak warst du halt nicht gerade, was du dabei war. Best Steak ever. Das erste Steak, was ich mit Löffel isst. Es ist brutal, wie wir das Vanlife im Griff haben. So ist es. Wo schon wir auch ein bisschen. Wie cool. Ganz arger Typ. Der hat was dein Handy. Der hat es extra geschickt, dass du mich provozierst. Schau dir an. Jetzt erst musst du mir sagen, wo du dein Handy hast. Das hab ich daheim vergessen, das hab ich schon gesagt. Ich soll nur da mit dem Peter provozieren. Sollen wir dazu setzen? Ja, bitte. Das fällt dir doch mal auf. Komm mal. Das fällt dir doch mal auf. Wir waren essen in einem Restaurant-Hotel. Und dann haben wir durch Zufall festgestellt, dass da ein Wellnessbereich auch inkludiert im Essen ist, glaube ich, oder? Ich glaube schon, dass es inkludiert ist. Was aufstehen. Was für ein Peter, was tust du? Die Race Officials sind mir gerade angegangen, dass ich Handschuhe anziehen muss. Bei einem Verfahrenrennen, was komplett lächerlich ist. Aber ich kann nicht mehr mit Handschuhen fahren, gescheit. Schneid's mir einfach auf, dass ich wenigstens einmal was hab, dass ich Ruhe gebe. Und dann lebe ich Gloveless Life. Der Ergebnis. Komm wieder mal, sag das, Alter, was mir da ist. Die Auflagerflächen sind perfekt ausgeschnitten. Bremsen kann ich auch, gell? Peter, wie war der Lauf? Erster war gut. Ich hab nicht gewusst, welche Kamera ihr meint. Erster war gut, zweiter war crashed. Ja, der Witt ist auch crashed. Fake News, aber gar nicht dreckig. Das geht auf einer Westen Kategorie am Moschki und du bist in der Stuttgart. Bravo, Mante! Das sind eigentlich richtig geile Sprünge, so ein paar fettere Doubles. Ziemlich geil, ja. Und kann man nichts sagen. Ja, jetzt sehen wir noch nach dem Rennen ein bisschen. Meine Mom wollte mir nichts von Gucci kaufen, also musste ich mir selber was bei Gucci kaufen. Ich war 17 Jahre alt und servierte das Crack. Heute hab ich die mit VVS verzierte Patek. Yo, ich kam aus der Trap, ich hatte zwei Optionen. Ich entschied mich für Rap und machte 3 Millionen. And I never looked back, yeah, really cooked crack. In dem Bando auf dem Herd, like this and like that. Ich hab die Mini Drake und die fucking Effen in der Hand. And if you really wanna smoke, then I can wait to let it bang. Von der Fossil zu der Rolli, Grey Goose statt dem Stoli.